Der Kaiser-Wilhelm-Schacht wurde gegen Ende des 19. Jahrhunderts als Zentralschacht für die ostwärts von Clausthal gelegenen Gruben bis auf 865 Meter Tiefe niedergebrannt und war 1892 vollendet. Jetzt wurde er endgültig geschlossen. Er diente nicht nur als Förderschacht. Durch ein über Tage angelegtes Wasserwirtschaftssystem wurde über Rohrleitungen das Wasser eingezogen und den mit Generatoren gekuppelten Turbinen auf dem Niveau des Ernst-August-Stollens zugeführt, um elektrische Kraft zu erzeugen. Diese gewonnene Energie diente dem Betrieb der damals noch im Staatsbesitz befindlichen Gruben und Hütten. Die Landesregierung hatte am 1. Januar 1975 die Ausnutzung der Wasserkraft unterbunden, um die Trinkwasserversorgung der Ballungsgebiete im nördlichen Harzvorland, Wolfsburg, Braunschweig, Hannover sicherzustellen. Dadurch hat der Kaiser-Wilhelm-Schacht nach Einstellung der Förderung im Jahre 1930 seine weitere Funktion als Bestandteil der alten Oberharzer Wasserwirtschaft unter Tage verloren. Zu einer Schachtanlage gehören eine Reihe von Betriebsanlagen, unter anderem Schlosserei, Tischlerei, Schmiede und Transformatorenhaus. Alles Einrichtungen, die der Bergbau erforderlich macht. Viele Schächte im Oberharz sind heute stillgelegt. Sie alle sind Zeugen einer Jahrhunderte andauernden Bergbautradition. Tradition aber heißt, nicht Asche aufzubewahren, sondern eine Flamme am Brennen zu erhalten. Das gestattet einen Rückblick in die Vergangenheit. Das sind die Oberharzer Erzgänge, die sich auf mehrere Kilometer Länge durch den Oberharz erstrecken. Ein bis an die Oberfläche austretender Erzgang bei Oberschulenberg. Deutlich erkennt man an diesen Oberharzer Erzen die Verwachsung erzhaltiger Mineralien mit taubem Gestein. Bemerkenswert sind die im Andreasberger Revier vorkommenden Kristalle edler Kalkspäte. Auf manchen noch vorhandenen alten Halden werden von Liebhabern immer wieder Gesteinsbrocken gesucht, die mehr oder weniger mit Erzen verwachsen sind. Zu jeder Grube gehörte ein Zechenhaus. In diesen Zechenhäusern wurden unter anderem die Abrechnungen für die Gruben durch den Schichtmeister vorgenommen. In einem besonderen Raum war die Betstube eingerichtet, in der vor dem Einfahren Andacht gehalten wurde. Hier das Dorothea-Zechenhaus. Zu den 7 Oberharzer freien Bergstädten gehörten Grund, Wildemann, Zellerfeld, Clausthal, Lautental, Altenau und St. Andreasberg. In landschaftlich schöner Umgebung liegt die Bergstadt Clausthal. Sie entwickelte sich zu der bedeutendsten unter den 7 Bergstädten. Ein bemerkenswertes Bauwerk ist die im Jahre 1642 ganz aus Holz errichtete Marktkirche. Pulsierendes Leben auf der Hauptstraße. Moderne Geschäfte und aufgeschlossene Gastronomie erfüllen dem Einheimischen wie auch dem Touristen vielerlei Wünsche. Der Kronenplatz. Das Hotel im Hintergrund beherbergte einst viele Besucher des Oberharzer Bergbaus, darunter eine Reihe bekannter Persönlichkeiten. In diesem Haus verbrachte Robert Koch seine Jugend. Bergige Straßen mit typischen Bergmannshäusern gehören zu den charakteristischen Merkmalen dieser Stadt. In unmittelbarer Nachbarschaft liegt die Bergstadt Zellerfeld, seit 1924 mit Clausthal zu einer Stadt vereinigt. Die seitdem bestehende Bergstadt Clausthal-Zellerfeld bietet mit ihrer schönen landschaftlichen Umgebung einen großen Anziehungspunkt für den Fremdenverkehr. Zellerfeld brannte im Jahre 1672 total ab. Die eng aneinander stehenden Holzhäuser begünstigten die Ausbreitung von Bränden. Beim Wiederaufbau wurde dies berücksichtigt. Breit angelegte Straßenzüge und umfangreiche Grünbepflanzungen prägen deshalb heute das Stadtbild. 1685 wurde die St. Salvatoriskirche errichtet. Sie ist die einzige aus Stein gebaute historische Kirche des Oberharzes. Eine Rarität ist die im Jahre 1673 erbaute Fratzenapotheke.
das historische Wohnhaus eines leitenden Bergbeamten. Idylle und Ruhe vermitteln diese Straßenzüge. Die Menschen im Oberharz sind mit dem Bergbau über viele Generationen verbunden. Noch lebt diese Tradition. Dieses neuzeitliche Fördergerüst der Grube Hilfe Gottes deutet auf die Betriebsamkeit des Oberharzer Gangerzbergbaus im Erzbergwerk Grund hin. Der Beruf des Bergmannes war schwer. Um Bergleute hier anzusiedeln, räumten die Landesherren manche Privilegien ein, die sogenannten Bergfreiheiten, die das Leben erleichterten und einen gewissen Lebensstandard sicherten. So zwei Tage, wie viel hast du dann gearbeitet ungefähr? Und wie lange? 15 Stunden. Wir sind alles durch. 15 Stunden. Ah, das ist aber kein Problem. Herr Nimm, wie war es damals mit den sozialen Verhältnissen? Ja, den Bergleuten ging es ja nicht schlecht. Die hatten ja Bergfreiheiten. Ja, und was bedeutet diese Freiheit? Ja? Ja, zum Beispiel freier Grund zum Bauen von Häusern, Bauholz und Brennholz und Steuerfreiheit. Außerdem konnte man sich Vieh halten. Dafür gab es freies Weideland. Wegen der kurzen Vegetationsperiode wurden Körnerfrüchte nicht reif. Die Bevölkerung konnte sich also aus dem Ertrag der Scholle nicht ernähren. Man errichtete daher im Jahre 1722 das Kornmagazin in Osterode. Mit den gespeicherten Vorräten konnte die Oberharzer Bevölkerung auch in Zeiten der Teuerung zu normalen Preisen mit Brotkorn versorgt werden. Sie war dadurch vor Hungersnot geschützt. Die Entwicklung des Oberharzer Bergbaus ist für Jung und Alt interessant. Jährlich kommen Tausende von Besuchern hierher, um aus dem Munde dieses alten Bergmannes lebendig dargestellte Geschichte zu hören. 70 Stück auf die Wasserräder. Und dann hat man mit der Wasserkraft das erste Start. Er lädt sie ein, mit ihm gemeinsam in den Schacht zu fahren. Er meint damit dieses aus alten Originalstücken aufgebaute Schaubergwerk. Ein noch völlig erhaltener Pferdegeipel. Der Straßen hier von Lautstadt-Tellerfeld, da sehen Sie noch die einzelnen Häuser stehen. Das sind die Häuser, die der Bergmann sich mit freiem Bauholz errichtet hat. Sicherlich hat er so manches miterlebt in seinem langen Leben. Ob er sich wohl gern zurückerinnert? Fahren wir mit ihm hinein, tief hinein in die bergbauliche Vergangenheit. Unter Tage. Still und finster ist es hier jetzt. Einst von Leben erfüllt. Viele hundert Meter unter Tage. Und so war es damals. Das mühselige Gewinnen der Erze erfolgte mit Schlägel und Eisen. Ein- und Ausfahren, wie der Bergmann es nannte, war das Hinunter- oder Heraufsteigen im Schacht auf Leitern. Der Abtransport der Karren dauerte stundenlang und gehörte mit zur täglichen Arbeit. Der Orts- und Gegenortsbetrieb war für die Wasserabflussstollen von entscheidender Bedeutung. Es folgte die Anwendung der Schießarbeit bei der Erzgewinnung durch Herstellen von Bohrlöchern für die Aufnahme des Sprengstoffs. Deutlich erkennt man die Strossenbauweise. Die Schachtförderung erfolgte in hölzernen, eisenbeschlagenen Tonnen. Mit dem Pferdegeipel wurde das Erz zutage gefördert. So sieht der Pferdegeipel von innen aus. Eine senkrecht stehende Welle, an der sich der Seilkorb für das ab- und auflaufende Seil sowie die Bremse befinden, wird von Pferden über den horizontalen Querbaum in drehende Bewegung gesetzt. Mit solch einfachem Hilfsmittel, dem Handhaspel, begann man den erschürften Gang auf seine Erzführung zu untersuchen. Sie machten sich die Wasserkraft zunutze, um Pumpen und Fördermaschinen durch Wasserräder von 8 bis 12 Meter Durchmesser anzutreiben. Man setzte die drehende Bewegung des Wasserrades durch ein hölzernes Gestänge in eine hin und her gehende Bewegung um.
Die aus zwei gegenläufig angeordneten Schaufelkränzen bestehenden Kehrräder übertrugen die drehende Bewegung unmittelbar auf die Seiltrommeln. Jeder der beiden Schaufelkränze konnte durch Ziehen eines Schiebers beaufschlagt werden. Das mit Taubenbestandteilen durchsetzte Roherz fein zerkleinert, um die Bestandteile voneinander zu trennen und die erzhaltigen Körnungen anzureichern. Durch Abrösten musste das angereicherte Gut von Schwefel befreit werden. Im Schmelzofen wurde das Metall, das heißt silberhaltiges Blei, erschmolzen. Nachdem das Abstichloch für den Bleiabstich mit einer Eisenstange geöffnet wurde, floss das flüssige Blei in eine eiserne Schale. Eine sich oben bildende dünne Schicht von Schlacke wurde abgehoben und in den Schmelzprozess zurückgegeben. Man kehlte das flüssige Blei in eiserne Formen, wo es in wenigen Minuten erstarrte. Bleibaren wurden genau verwogen und in der Silberhütte weiterverarbeitet. Dort entzog man dem Blei das Silber. Das im runden, flachen Treibofen abgetriebene Rohsilber wurde als sogenannter Silberkuchen in eisenbeschlagenen Truhen von der Silberhütte zur Münzstätte gebracht. Dem Segen des Bergbaues gab man durch Ausbeutefahnen, die auf dem Dachfürst der Betriebsgebäude als Wetterfahnen angebracht waren, einen weithin sichtbaren Ausdruck. Alljährlich begeht man hier im Oberharz noch das überlieferte Bergdankfest. Ein anonymer Zellerfelder Bürger stiftete 1715 diese vollständig silberbeschlagene Bibel mit der Bestimmung, sie nur am Bergdankfest zu benutzen. Die Bergfahne, gestiftet von Georg V., dem letzten König von Hannover, wird bei diesem Fest immer mitgeführt. Die ehemalige Clausthaler Münze. Sie gehörte aufgrund der verschiedenen Landeszugehörigkeiten zum Fürstentum Grobenhagen. Die Zellerfelder Münze zum Herzogtum Wolfenbüttel. Solche Münzen wurden in diesen Münzstätten geprägt. Schon damals legte man großen Wert auf Schönheit, Ausdruckskraft und hohen Silbergehalt. Die im 17. Jahrhundert errichtete Zellerfelder Münze wurde in jüngster Zeit mit öffentlichen Mitteln instand gesetzt und zu einer Glasbläserei, Glasschleiferei und Köpferei ausgebaut. Ein willkommener Anziehungspunkt für den Fremdenverkehr. Das Zehntgebäude war der Sitz des Zehntners. Die Landesherren waren sehr stark am Bergbau beteiligt. Nicht selten kam es vor, dass der Landesherr mit dem Berghauptmann den Harz bereiste. Herzog Julius gehörte wohl zu den bedeutendsten Bergherren des Harzer Bergbaus. Ihm ist es zu verdanken, dass der Bergbau immer umfangreicher wurde. Die Nutzung der Wasserwirtschaft im Bergbau. Vom Brocken mit 1142 Meter Höhe ausgehend, über den anschließenden 900 bis 800 Meter nach Südwesten verlaufenden Ackerbruchberg, ist die große Barriere zu erkennen, die die hohen Niederschläge aus der Clausthaler Hochfläche verursacht. Eine große Anzahl Teiche diente als Wasserreservoir. Die Bergleute haben es verstanden, diese großen Wassermengen für ihre Betriebe
Schächte und Pumpen, Pochwerke und Hütten nutzbar zu machen. Mit dem Sperberhaier Damm als Wasserbrücke zwischen dem Acker Bruchberg über das Tränketal zur Clausthaler Hochfläche hatte man ein Versorgungssystem für Betriebswasser geschaffen, das es dem Bergbau auf der Clausthaler Hochfläche ermöglichte, über eine regenlose Zeit von etwa 13 Wochen, also über die Dauer eines trockenen Sommers, hinwegzukommen. Der höchstgelegene Hirschler Teich auf der Hochfläche mit 700.000 Kubikmeter Fassungsvermögen. Die zu diesem Versorgungssystem gehörenden Oberharzer Teiche stehen heute den erholungssuchenden Menschen zur Verfügung. Die Nutzung der natürlichen Wassermengen in Energie umzuwandeln, war für den Bergbau lebenswichtig. Eine für damalige Verhältnisse hervorragende Leistung. Die Grubenbaue mussten entwässert werden. Anfang des 16. Jahrhunderts wurde das Wasser mit Pumpen auf höher gelegene Stollen befördert, auf denen es abfließen konnte. Der Antrieb der Pumpen erfolgte durch Wasserräder. Die Kraftübertragung mittels eines Feldgestänges. Einer der Wasserlösungsstollen, der Ernst-August-Stollen, wurde auch dazu benutzt, das Erz mit kleinen Schiffen zu einem Zentralschacht zu befördern. Hier aus dem Mundloch des Ernst-August-Stollen tritt das Wasser zutage. Die Entwicklung blieb nicht stehen. Das Ein- und Ausfahren auf Leitern war für die Bergleute vorbei. Die Erfindung der Fahrkunst brachte eine bedeutende Erleichterung. Unter Ausnutzung des alten, aus Vierkanthölzern bestehenden Pumpengestänges erfand man dieses geniale Hilfsmittel. Weiterentwickelt wurde sie zu einer zweiseitig benutzbaren Fahrkunst im Kaiser-Wilhelm-Schacht, die als selbstständiges Betriebselement ein gleichzeitiges Ein- und Ausfahren der Bergleute ermöglichte. Die zunehmende Tiefe der Schächte hatte zur Folge, dass die Hanfseile oder Ketten ihr eigenes Gewicht nicht mehr zu tragen vermochten und häufig rissen. Schwere Unfälle führten zu Betriebsstörungen. Diese Notlage führte letztlich zu der Erfindung des Drahtseils durch Oberbergrat Albert. Wesentlichen Anteil an der Entwicklung der Bergbautechnik hat die Bergakademie in Clausthal. Sie geht in ihrem Ursprung zurück auf die im Jahre 1775 getroffene Einrichtung besonderer Lehrgänge für Naturwissenschaften, Mathematik und Physik an der Clausthaler Lateinschule. Zusammen mit der Aula wurden 1926 mehrere neue Institute errichtet. In unmittelbarer Nähe liegen auch die gut ausgestatteten Studentenwohnungen. Nach dem letzten Weltkrieg entwickelte sich die Bergakademie zu einer technischen Universität. Auf einem großen freien Gelände entstanden zahlreiche Neubauten, in denen die verschiedenen Institute untergebracht sind. Aus aller Welt kommen die jungen Leute, um hier in Clausthal zu studieren. Großzügig angelegte Hörsäle sowie nach modernsten Gesichtspunkten ausgerichtete Laboratorien stehen ihnen zur Verfügung. Nein, werden Relais getestet, nicht hinten. Das im Jahre 1726 errichtete Gebäude ist der Sitz des Oberbergamtes für die Länder Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Hamburg und Bremen. Bis 1867 war es das Amtshaus für das Bergamt in Clausthal. Repräsentativ ist die Eingangshalle, in der sich bedeutende Empfänge abgespielt haben. Ein mit reinen Erzbrocken angelegter Stuhl befand sich in der Grube Dorothea und stand den Gästen zur Verfügung. Hinauf über den großzügig angelegten Treppenaufgang, vorbei an den alten Ausbeutefahnen, geht es in den großen Sitzungssaal, in dem viele Besprechungen über bedeutende Maßnahmen im Oberharzer Bergbau geführt worden sind. Seit nunmehr vielen Jahren ungenutzt, liegen die übertägigen Anlagen des Kaiser-Wilhelm-Schachtes. Das weithin sichtbare alte Fördergerüst aus dem Jahre 1880 soll als Wahrzeichen erhalten bleiben.
Alle Betriebsgebäude, wie zum Beispiel die Schlosserei mit ihren Maschinen, vermitteln jedem Betrachter heute noch den Eindruck einer ehemals regen Betriebsamkeit. Die Tischlerei, ebenso wie die Schmiede, gehörten zu den wesentlichen Einrichtungen über Tage. Das Fördermaschinengebäude. Die Leitzentrale, von der aus der Förderkorb in Bewegung gesetzt wird. Die im Jahre 1882 für Dampfantrieb errichtete, später auf elektrischen Antrieb umgebaute alte Fördermaschine ist ebenfalls ein Stück alter Bergbautradition. Der Tachometer zeigt die Fahrtgeschwindigkeit des Korbes von 2 Meter pro Sekunde. 398 Meter tief geht die Fahrt. Maschinen fangen an zu dröhnen, Räder drehen sich, alles gerät in Bewegung unter dem wachsamen Auge des Maschinisten. An einem 400 Meter langen Seil geht die Reise unter Tage. Vorbei an starken Eisenrohren, durch die das Wasser den Turbinen zugeführt wurde. Waren es früher Hunderte von Bergleuten, die diesen Weg zur Arbeit nahmen, war es zum Schluss nur noch der Maschinist, der den Betrieb des unterirdischen E-Werkes überwachte. Algen bildeten sich und gespenstische Ruhe kehrte auf der seit 1888 eingebauten untersten Sohle ein. Weit über die Grenzen des Harzes und Deutschlands hinaus sind die hier im Laufe von Jahrhunderten entwickelten Techniken des Bergbaus in alle Welt getragen worden. Ein lebendiges Zeugnis aus dem geschichtsträchtigen Bergbau kann hier durch die Errichtung eines Besucherbergwerkes der Öffentlichkeit erhalten bleiben. Selten treffen Tradition und Fortschritt auf so engem Raum wie hier zusammen. Die in dieser Maschinenhalle installierten Turbinen zur Erzeugung von elektrischem Strom waren bis Anfang 1980 in Betrieb und sind ebenfalls eine Besonderheit dieses Bergwerkes. Um den Besuchern einen Einblick in das bergmännische Wirken während der letzten Jahrhunderte zu ermöglichen, können größere Grubenräume, wie der Verteilerraum und ein Teil des Maschinenraumes, sowie die Fördermaschinenkammer auf der oberen vierten Sohle dazu genutzt werden, um in ihnen historische Bergbaumaschinen aufzustellen. Desgleichen sollen grafische und bildliche Darstellungen aus dem bergmännischen Berufsleben und der historischen Bergbaugeschichte dem Besucher in diesen Räumen zur Information dienen. In 400 Meter Tiefe sind vom Kaiser-Wilhelm-Schacht über eine etwa 300 Meter lange Strecke die Füllbunker am Ernst-August-Stollen zu besichtigen. Das heißt, hier wurde das Erz 11 Meter in die Tiefe gestürzt, in Eichenholzkähne verladen und auf dem Wasserwege 400 Meter unter Tage zu einem Zentralschacht transportiert. Seit vielen Jahrhunderten unverändert sind zahlreiche Strecken mit ihren unterirdischen Ausbauphasen. Dem künftigen Besucher werden so Eindrücke vermittelt, unter welch schwierigen Bedingungen und mit wie viel mühevoller Arbeit der traditionsreiche Oberharzer Bergbau seine ehemalige Blütezeit erreicht hat. Deutlich erkennt man noch die auf der Sohle einbetonierten Schienen für die Grubenbahn. Im weiteren Verlauf dieses 350 Meter langen Weges werden in vorhandenen Nischen unterschiedliche Demonstrationsobjekte gezeigt,
durch die den Besuchern neben den im Gestein befindlichen Erzen und Mineralien eine umfangreiche Kenntnis des Erzbergbaus nahegebracht werden soll. Am Ende des Fußweges der oberen Sohle angelangt, beginnt der Abstieg auf das Niveau des Ernst-August-Stollens. Für diesen Abschnitt sind noch zusätzliche Einrichtungen zu schaffen. Hier beginnt für den künftigen Besucher die Bootsfahrt auf dem Ernst-August-Stollen, die wieder zum Ausgangspunkt des Rundganges, dem elektrischen Kraftwerk, führt. Erkennbar liegen hier am ehemaligen Bootsanleger alte Kähne, die den Transport dienten. Wir befinden uns bereits mit unserem Boot auf dem Ernst-August-Stollen. Vorbei geht es hier an Erzverladestationen. Die Strecke ist teilweise ausgemauert. Natürlich möchten wir dem Besucher keine Faltbootfahrt zumuten. Vorgesehen sind vielmehr Flachboote, die auf 6 Bänken bis zu 10 Personen und dem Führer Platz bieten und durch einen batteriebetriebenen Elektromotor angetrieben werden. Bizarre Gebilde an Wänden und Decken vermitteln dem Betrachter immer wieder neue Eindrücke. Um ein Schaukeln und Schwanken des Bootes beim Besteigen zu verhindern, wird das Boot vor der Belastung mit einer mechanischen Hubbühne festgelegt. Diese wird vor der Abfahrt gesenkt und gibt dann das Boot für die Wasserfahrt frei. An der Decke eingelassen erkennt man das alte Führungsseil, an dem die Bootsführer die Erzkähne von Hand vorwärts gezogen haben. Durch geschicktes Ausleuchten kann dieser Teil der Strecke für die Besucher zu einem unvergesslichen Eindruck werden. Hier können Besucher das Wasser unter Tage ebenso als ehemals nützliches Element erleben, wie dies heute über Tage auf den zahlreichen Teichen und Gräben möglich ist. Da das Wasser für den Oberharzer Bergbau lebensnotwendig war und der Kaiser-Wilhelm-Schacht mit seinen gesamten Anlagen zu einem einmaligen bergbaulichen Denkmal geworden ist, sollte er der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. An einigen Seen sind bereits Ferienhäuser und Campingplätze entstanden.